Bitte die Aufgabe nochmal vorlesen. Schneiden Sie die Ebene x1 plus 2x2 minus 3x2 ist gleich 0 und 2x2 minus x2 ist gleich minus 2. So, wie macht man das? Was macht man da? Ja, bitte. Wir haben jetzt hier zwei Dreiecke S, und dann können wir gleich eine Variable einsetzen und dann sehen wir x2 gleich. Jawohl, wir setzen x2 gleich t. Warum nehmen wir nicht x2 gleich t? Jawohl, also, dann haben wir hier 2x2 minus 4t gleich minus 2. Oder das x2, das kann ich ja durch 2 teilen. Und da kriege ich dann 2t minus 1 raus. Stimmt das? Stimmt das? Habe ich es richtig? Gut. Nächster Schritt. Ja, bitte. X1 gleich minus 2x2 plus 3x3. Jetzt weiß ich vom x2, das ist das hier. Diktieren Sie bitte weiter. Das ist dann minus 2 mal 2t minus 1 plus 3x3. Und das x3 war ja t. Ja? Also das heißt, da steht dann plus 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 3t. Und daraus folgt, dass das x1 gleich minus 4t plus 3t, das ist minus t. Minus 2 mal minus 1 ist plus 2, also minus t plus 2. Stimmt. Also haben wir die Schnittgerade. X ist gleich 2, das ist diese 2 hier. Minus 1, das ist diese minus 1. Und hier steht quasi eine geistige 0 dabei. Plus t mal, hier minus 1, 2, 1. Bitte weiter die Aufgabe vorlesen. Bilden Sie das Vektorprodukt der normalen Sektoren n1 mal n2 aus Aufgabe 2 aus. Gut, also, was ist der normale Vektor hier? Was ist der normale Vektor hier? Das sollten Sie wissen. Ja, bitte. Das ist 1, 2, 3, minus 2. So, und das soll die Vektor produzieren mit diesem. Was kommt hier von normalen Vektor raus? Ja, bitte. 0, 2, minus 4. Ja, wohl stimmen. So, haben Sie das Vektorprodukt gemacht? Ich rechne das anders als Sie. Ich mache das mal den, minus das mal den nach unten. Das mal den ist 2, der Rest fällt weg. Habe ich also die 2 unten. Dann das mal den, minus das mal den nach oben. Das mal den ist minus 8. Minus, minus 6, also plus 6, ergibt minus 2. Und in die Mitte das mal den, minus das mal den, da kommt ja also die 4 raus. So, Sie sehen, das Vektorprodukt der normalen Vektoren ist minus 2, 4, 2. Fällt Ihnen da was auf? Fällt Ihnen was auf? Schauen Sie sich das hier an und schauen Sie sich das hier an. Können Sie etwas sagen? Ja, bitte. Tatsächlich. Also das hier, das ist zweimal der Richtungsvektor der Geraden. Die Frage ist, ist das Zufall, ja oder nein? Ist das Zufall, dass das ein Vielfaches davon ist? Bestimmt nicht, weil sonst hätte ich die Aufgabe nicht gestellt. Nein, das ist wirklich kein Zufall. Und wir überlegen uns das jetzt, warum das so ist. Und zwar ist das so, wenn Sie jetzt einfach mal hierher gehen, also brauche ich das, brauche ich dran nicht. Also ich denke jetzt einfach in zwei Ebenen. Ich denke jetzt zum einen in dieser Ebene hier, das soll die eine Ebene, da schreibe ich einfach mal E1 hin. Ja? Und an das hier schreibe ich mal E2 hin. So, jetzt habe ich hier zwei Ebenen. Was ist denn die Schnittgerade dieser zwei Ebenen? Die Schnittgerade dieser zwei Ebenen, ja bitte. Jo, das ist dieses, keine Ahnung, diese Kante, dieser Falz, keine Ahnung wie das heißt. So, und jetzt schauen wir mal einen normalen Vektor an. Ja, zufällig habe ich meinen normalen Vektor in Form eines Besens mitgebracht. Und schauen wir uns zunächst mal den ersten normalen Vektor an. Was fällt Ihnen bei diesem normalen Vektor auf, bezogen auf die Lage von der Schnittgeraden? Schauen Sie an, was gilt da? Die Schnittgerade und der normalen Vektor. Ja, bitte? Ja, also Sie sehen, der Richtungsvektor R der Schnittgeraden ist orthogonal zum N1. Ja? Ja, die sind orthogonal, ja, sehen Sie hier drin. So, jetzt nehme ich den zweiten normalen Vektor, der sieht so aus. Und Sie stellen auch hier fest, dass der Richtungsvektor der Schnittgeraden zu N2, also das heißt, es ist sowohl orthogonal zu N1 als auch orthogonal zu N2. Und das heißt, wenn Sie zwei Vektoren, zwei Ebenen schneiden wollen und Sie interessiert nicht der Aufpunkt der Schnittgeraden, sondern, oder ein Aufpunkt, sondern nur der Richtungsvektor,
Wenn das Ihnen genügt, dann können Sie auch die normalen Vektoren quasi über Kreuz multiplizieren und haben dann einen möglichen Richtungsvektor der Schnittgeraden. Gibt es da Fragen dazu?